Liebe Freunde vom Leberkäse, Thomas von Veganalyse heute mit dem Produkt Räuchertofu von Demeter. Jetzt, ich habe ihn eigentlich gar noch nicht probiert, aber ich habe mich schon lange angeschaut aus dem Regal. Ich erwarte mir, dass das so ein bisschen Leberkäse, also Fleischkäse, wie wir in der Schweiz sagen, mäßig ist. Ich kenne nur die andere Sorte mit Kräuter, ist eigentlich noch lustig und die Nährwerte sind sehr interessant, nur 85 Kalorien auf 100 Gramm und fast 10 Gramm Protein. Ich beiße da jetzt mal kurz rein und dann sage ich euch, wie das Ding ist. Michse wieder da. Ist überhaupt nicht so, wie ich gedacht habe. Ist einfach ein leckerer, geräucherter Tofu, ein bisschen weicher. Aber gefällt mir sehr gut, ich esse das auch gerne roh. Ja, Neulinge oder Leute, die nicht so auf Tofu stehen, die mögen das nicht so gerne roh. Man kann ihn auch anbraten, gut würzen. Und die geräucherten Sachen finde ich sowieso alle ziemlich lustig. Kann man mal ausprobieren. Demeter ist so eine Schweizer Marke. Der griechische Gott der Landwirtschaft ist, glaube ich, Demeter, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist so eine super Baumschmusermarke, also sehr, sehr gute Bio-Qualität, fast das Beste an Zertifizierung, was man so findet. Preislich ist er auch okay, kostet um 4,80 Franken rum. Ja, ist eigentlich gut, könnt ihr mal ausprobieren. Wenn ihr Tofu nicht so gerne weich mögt, der ist so mittel ungefähr. Und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert doch meinen Channel, gebt mir einen Daumen hoch. Nährwertinformationen unten in die Infobox und kaufen könnt ihr das Zeug hier im Müller Reform Vital Shop am Rennweg in Zürich, wenn ihr Bock habt. Und in Deutschland müsst ihr das kurz schauen, vielleicht online gibt es das, Demeter glaube ich, aber so ein Schweizer Ding. Gute Nacht, Leute.